Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du die M3i, also du vom M3-Team installierst. Da die offizielle Website vom M3-Team inzwischen down ist, zeige ich dir das Ganze mit anderen Hostern als der offiziellen M3-Seite. Und zwar brauchen wir erstmal M3 Sakura, das kriegen wir auf dieser Seite. Dann brauchen wir noch den M3i Core. Da würde ich nicht den aktuellen nehmen, sondern erst später updaten. Ein Update-Tutorial hat schon ein Partner von mir gemacht. Link dazu in der Beschreibung. Die können dann schon mal auf den Desktop. Ich packe die mal hier oben in die Ecke. Und dann können wir noch optional PDADS herunterladen. Und die aktuelle Usersheet.at herunterladen. Die Links dazu gibt es natürlich auch noch mal in der Beschreibung. Das war's dann im Internet. Dann müssen wir erstmal die fcore.dat nehmen, umbenennen, und zwar so, dass sie normal nur fcore.dat heißt und nichts davor hat. Und dann können wir auch schon die Micro-SD-Karte in den Computer stecken, den Ordner öffnen, um die Daten anzuzeigen, und erstmal die fcore.dat darauf kopieren. Dann können wir jetzt auch nochmal die M3 Sakura 1.49x Third Touch Port 4.9 eröffnen und hier einfach den Systemordner raufkopieren. Sowohl die fcore.dat als auch die System oder der Systemordner müssen im Root der MicroSD-Karte sein, also ohne Unterordner direkt auf der Karte drauf. Und dann können wir die Usersheet.dat in den Systemordner kopieren. Und die PDADS können wir auch nochmal öffnen und dort einfach reinziehen. Auch direkt in den Root ohne irgendwelche Unterordner. Dann müssen wir noch einen neuen Ordner erstellen, den wir NDS nennen. Da kommen die ganzen gekauften Spiele rein, beziehungsweise die ganzen ROMs. Also für mich ist das Fliegeflug der Karibik und Trackmania Turbo. Und dann können wir nochmal direkt auf die Karte gehen und da die ganzen Homebrew-Anwendungen raufkopieren. Du kannst auch einen extra Ordner erstellen, der Homebrew heißt oder so, aber das lasse ich mal. Nachdem das abgeschlossen ist, können wir erstmal alle Dateien hier löschen, weil wir die nicht mehr brauchen. Und wir können die MicroSD-Karte auswerfen. Dieser Schritt muss übrigens nur ein einziges Mal durchgeführt werden, und zwar bei der allerersten Installation. Dabei muss man nämlich erstmal die MicroSD-Karte in die M3i0 stecken. Und das Update-Kabel, da muss man auch aufpassen, dass die Pfeile beide auf der gleichen Seite sind. Also hier ist ein Pfeil und da ist ein Pfeil. Das kann man dann noch hier so reinstecken. Und dann muss das Update-Kabel in den USB-Anschluss gesteckt werden. Ich habe hier jetzt einfach eine Verlängerungsschnur, es müsste eigentlich auch jedes handelsübliche USB-Kabel gehen. Auch jeder normale USB-Anschluss. Jetzt läuft sich das nochmal ganz kurz vollständig, also durchgehend. Und dann geht die LED aus. Das zeigt mir, dass der Update-Prozess abgeschlossen ist. Dann ziehe ich hier das Kabel raus, stecke die MicroSD-Karte wieder in den Kartenleser und jetzt geht es nochmal an den Computer. Jetzt stecke ich nochmal die MicroSD-Karte in den Computer, öffne sie und lösche die fcore.dat. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr und das ist sicherer, wenn wir die jetzt direkt löschen. Und dann hat die M3i0 noch die Funktion, dass man Textdokumente in dem Spiel öffnen kann. Ich nehme als Beispiel mal Trackmania Turbo und dann gehe ich einfach umbenennen, mache Rechtsklick und kopiere das, also den Dateinamen, mache einen Rechtsklick, gehe auf Neu und dann auf Textdokument,
Füge hier den Namen ein. Und jetzt kann ich hier irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel, dies ist ein RTS-Test. Und jetzt kann ich das überall von dem Spiel aus lesen. Jetzt kommt die MicroSD-Karte wieder aus dem Kartenleser raus, geht in die M3i rein. Dann kommt die in mein DS Lite rein. Am DS Lite müsste die M3i jetzt einfach irgendein Icon haben. Bei mir ist es SpongeBob mit irgendeinem japanischen Titel. Und dann kann man hier beim ersten Start zwischen M3 Sakura oder Touchpad auswählen. Ich nehme erstmal M3 Sakura. Das ist eine Moonshell-Version mit einem ROM-Loader. Und schon ist es aufgesetzt. Da ich für Moonshell schon ein Tutorial habe und vielleicht irgendwann nochmal ein neues mache, werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Deswegen starte ich den DS Lite nochmal neu. Starte die Karte und halte A gedrückt. Und starte Touchpod. Da kann ich erstmal eine Sprache auswählen, für mich ist das Deutsch. Und dann zeigt er unten Loading an. Jetzt gibt es ja einmal NDS, wenn man da drauf drückt, werden die echten Spiele, also die ROMs von echten Spielen gelistet. Durch B kommt man wieder zurück in das andere Menü. Wenn man auf Speicherkarte geht, wird das normale Root der Karte angezeigt. Der MicroSD-Karte und damit kann man Homebrew-Anwendungen starten. Dann gibt es noch Start, das ist die Pass-Me-Funktion oder die No-Pass-Funktion von der M3. Unter Medien kann man GB Alpha starten. Unter PDA kann man das schon gezeigte oder das Betriebssystem starten, das wir auf die Karte kopiert haben. Und dann kann man noch in die Einstellung gehen, wo man noch Skins und so weiter einstellen kann. Bei NDS, da gehe ich jetzt nochmal auf die Extra-Funktion ein, und zwar kann man erstmal ein Spiel auswählen und dann A drücken. Und dann kann man durch das Steuerkreuz nach oben erstmal hier durchwählen. Erstmal wähle ich eine andere Cheat-Datei aus, weil die mitgelieferten nicht ganz aktuell sind. Dann nehme ich die UserSheet.dat. Da nehme ich dann nochmal OK. Dann gehe ich auf Select. Unter Mogeln-Schalter, damit kann man generell Ingame-Funktionen und Cheats aktivieren. Soft-Reset-Taste. Wenn man das auf Reset stellt, dann kann man innerhalb der Spiele weggehen. Und wenn man das auf RT-Safe stellt, kann man in dem Spiel in ein Menü gehen. Dann Settings for All Games und dann Start, wodurch wir das Ganze speichern. Und dann kann man hier noch einen Zeitlupenschalter aktivieren. Wenn man Y drückt, dann wird Download Play gestartet und damit werden alle Cheats und alle anderen Realtime-Sachen deaktiviert. Aber ich starte das Spiel jetzt einfach mal. Bei neueren Spielen kann es übrigens zu Kompatibilitätsproblemen kommen und jetzt sieht man erstmal, dass eine Speicherdatei erstellt. Und hier kann man nochmal sehen, welche Eigenschaften aktiviert sind. Und jetzt kann man auch schon sehen, dass es geht. Wenn ich jetzt den Hotkey drücke, dann komme ich in so ein Ingame-Menü, wo ich Realtime-Saves erstellen kann. Den Hotkey kann man übrigens da in den Einstellungen vor dem Spiel einstellen. Und ich kann mir eine Anleitung angucken. Also beziehungsweise das, was ich da in die Textdatei eingegeben habe. Und ich kann natürlich wieder zurück ins Hauptmenü kehren. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen zu der M3i Zero hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Und ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.